das abschließende Doppel des Powerhouse World Team Cup 2012. Die beiden Serben, Janko Tepsarevic und Nemanja Simončić in Weiß, hatten auch über eigene Unzulänglichkeiten gut lachen. Kein Wunder, gegen Tomas Berdych und František Čermák im Vordergrund war das Ergebnis im Endeffekt zweitrangig. Die beiden Einzel waren bereits gewonnen, der Spaß stand im Vordergrund. Was der Qualität ihres Spiels aber keinen Abbruch tat. Nach circa einer halben Stunde war der erste Satz bereits gewonnen, auch weil die Tschechen wohl nicht mehr so ganz konzentriert zu Werke gingen. Nach einer guten Stunde war es dann schließlich soweit. Das Schaulaufen hatte ein Ende, der Siegesjubel konnte beginnen. Mit dem 6:3 und 6:1 gegen Berdych Čermák machten Tepsarevic, Simončić das 3:0 Endergebnis gegen Tschechien perfekt. Nach 2009 haben sie nun zum zweiten Mal den Powerhouse World Team Cup gewonnen und können sich über 260.000 Euro Preisgeld und einen schönen Pokal freuen.